Wir sind zurück. Studio 1910, das Magazin, zweite Ausgabe. So ist es. Herzlich willkommen vom Millerntor aus einem der schönsten Stadien der Welt. Begrüßen wir euch auf YouTube, auf St. Pauli TV und ganz neu auch bei Sky. Und für euch alle da draußen haben wir eine Menge mitgebracht. Ja, ist wieder total viel passiert so in dem letzten Monat und wir haben wieder richtig tolle Beiträge für euch. Wir haben die beiden Kapitäne interviewt. Wenn man so will, auch den Kapitän des Vereins, Uke Göttlich ist mit dabei. Wir haben bei euch hinter die Kulissen geschaut. Genau, wir waren bei Millerntor live dabei. Ja, und ansonsten haben wir auch noch einiges zu bieten. Alles mögliche, Sponsorenveranstaltungen, natürlich wie immer ein Blick zurück in alte Zeiten beim FC St. Pauli. Und wir triggern euch, wie sich das gehört, in einer vernünftigen Sendung mit diesem formschönen, wunderschönen und an den Sprayer Oss erinnernden Trikot. Und zwar am Ende der Sendung. Gibt es nämlich zu gewinnen dann. Genau, wir fangen jetzt aber erstmal mit einer ganz neuen Rubrik hier beim Studio 1910, das Magazin, an. Und zwar mit Best of Social Media. Und da haben wir alles rund um den FC St. Pauli, was so im Netz passiert ist, jetzt einmal zusammengefasst für euch. Ed Sheeran ist ja schon lange bekennender St. Pauli-Fan und nun hat er seinen 40 Millionen Followern mal wieder einen ganz besonderen Post zukommen lassen, indem er unseren Totenkopf-Hoodie kurzerhand zum gemütlichsten Kuschel-Hoodie der Welt umfunktioniert hat. Günther Jauch hatte jüngst eine Kriminologin aus Rostock zu Gast und kam auch auf das Thema Fußballfans zu sprechen. Als die Kandidatin dann auf die Rivalität zwischen uns und Hansa Rostock hinwies, rutschte dem Quizmaster der Satz raus: Pauli hat es faustdick hinter den Ohren. Das haben wir natürlich gern zum Anlass genommen, um ihn ans Millerntor einzuladen. Spoiler Alert, bis jetzt hat Herr Jauch die Quizfrage noch nicht beantwortet. Noch bis Ende August hat das Transferfenster geöffnet. Zu uns gewechselt ist Sascha Burchardt. Der 32-jährige gebürtige Berliner kommt mit der Erfahrung von unter anderem 132 Zweitligaspielen ans Millerntor und spielte zuvor bei Greuther Fürth. Unser neuer Innenverteidiger kommt aus der Schweiz vom FC St. Gallen und hört auf den schönen Namen Betim Fassli. Dort spielte der Defensiv-Allrounder bereits 87 Mal in der Super League und erzielte dabei 5 Tore. Grüezi, Betim. Anlässlich der diesjährigen Pride Week hissten unsere KollegInnen Natascha und Patrick Anfang August die sogenannte Progressive Flag am Millerntor, die im Gegensatz zur Regenbogenfahne unter anderem auch People of Color und Transmenschen inkludiert. Höhepunkt der Woche war dann der CSD, an dem traditionell auch eine große Delegation unseres FCSP am Start ist. Organisiert vom Präsidium und der Gruppe St. Pauli Pride kamen rund 200 TeilnehmerInnen dem Aufruf nach. Wo bei anderen Mannschaften der Meisterstern auf dem Trikot ist, leuchtet bei uns der Genderstern. Die Mannschaft trug zum Spiel gegen Magdeburg ein Sondertrikot mit dem Namen Sternchen des Nordens und fuhr einen 1A-Heimsieg mit Sternchen ein. Keine Angst, ich mutiere jetzt nicht hier zum Trikot-Hochhalter, aber so sieht es aus, das Gender-Sternchen bzw. das Trikot mit dem Gender-Sternchen, das so manchen zum Schäumen gebracht hat, insbesondere bei Twitter. Also dementsprechend ist das natürlich etwas, was in diesem Monat passiert ist. Und noch etwas ist passiert. Du hast es aufs Cover geschafft, aufs Cover der Viva, Stadionmagazin hier beim FC St. Pauli. Ja, also warum schaffst du es aufs Cover? Ich weiß auch nicht, ich würde aber auch sagen, viel mehr geht nicht. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich jetzt mit dir zusammen diese Sendung moderiere. Ach, dann kommst du aufs Cover. Ja. Und, ja. Das ist ja völlig logisch. Ja. Und ja auch bei Millerntor bin. Und da dachten sie, das würde schon reichen wahrscheinlich. Ja, toll, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ist ja so ein Satz, ne? Ich bin auf dem Cover, kann manchmal nach hinten losgehen. Schöneres Cover kann man sich nicht vorstellen. Ah. Oder? Ja. Dankeschön. So. Ja, aber nochmal zum Thema Gender-Sternchen. Du hast ja den Präsidenten interviewt. Ging doch wahrscheinlich dann auch viel um Gender-Sternchen. Ja, nicht nur natürlich, aber auch darüber haben wir ein bisschen gesprochen. Und ansonsten war ja auch noch DFL-Hauptversammlung. Mhm. Also es gab einiges zu besprechen. Knallhart nachgefragt, wie es so meine Art ist. Und insofern musste sich Uke Göttlich meinen Fragen stellen. Okay, gucken wir mal rein. Okay.
So, auf dem Fischbrötchen mit heißt ja diese Kategorie, okay, ich würde sagen, wir nehmen Rücksicht auf alle, die eingeschaltet haben und essen nicht während dieses Gesprächs. Ja, das wäre besser. Ich glaube, man kann uns ein bisschen besser verstehen, aber ich würde mal sagen, den Geruch bekommen Sie ja nicht mit. Das stimmt. Eigentlich dementsprechend könnten wir es ansonsten machen, aber lass uns mal lieber so ein bisschen schnacken. Genau, das tun wir auch. Schön, dass du da bist erstmal. Ja, ich freue mich auch. Danke. Auch wenn es nicht der Grund ist, warum du hier bist, aber trotzdem muss ich dich natürlich schon fürsorglich fast fragen. Hast du den Shitstorm mit dem Gender-Trikot, hast du ihn überstanden? Ehrlicherweise, ich kriege sowas ganz wenig mit und ich finde, sollte es einen größeren Shitstorm für einige in ihrem Kopf verursacht haben, dann hoffe ich, dass es auch so passiert ist, weil das ist der Grund, warum St. Pauli manchmal Dinge anstößt und auch Dinge macht, weil wir wollen die Leute zum Denken anregen, wir wollen die Leute auch vielleicht mal zum Beschwerden anregen, weil so ein Thema bewegt die Menschen, das ist gut und vor allen Dingen steht es für Veränderungen. Und ich frage mich immer, was bei Kritik an solchen Aktionen bei Menschen vorgeht. Die haben sich wahrscheinlich länger nicht mehr mit Jugendlichen oder Menschen im Alter zwischen 15 und 25 unterhalten. Das würde ich denen auf jeden Fall dringend anraten. Das ist ja meistens der Fall auf jeden Fall. Du bist aber aus einem ganz anderen Grund hier, weil du nämlich ins DFL-Präsidium wieder gewählt worden bist. Herzlichen Glückwunsch erstmal an dieser Stelle. Danke. Erzähl uns, warum ist es wichtig für dich, für den FC St. Pauli, in diesem Präsidium mit dabei zu sein? Ähnlicher Punkt, warum wir auch den Genderstern und auch die Sprache für richtig empfinden. Es ist ein Anstoß für Veränderungen und auch die Übernahme von Verantwortung. Wir als FC St. Pauli stehen für gewisse Themen und für gewisse Dinge und man kann sich immer entscheiden, möchte man von außen gucken, was Menschen entscheiden über den Fußball, für den deutschen Fußball, aber auch für den sozialgesellschaftlichen Teil des Fußballs. Und unsere Entscheidung ist immer, auch gemäß einer alten Punker-Logik, do it yourself, nicht meckern, sondern machen. Wir gehen da rein und wir setzen unsere Themen. Und der deutsche Fußball steht eben nicht nur für das Bekannte und das, was viele Pokale gewinnt, sondern es steht eben auch für einen sozialgesellschaftlichen Zusammenhalt. Es ist ein gesellschaftliches Kulturgut, der Fußball. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wow, ist doch aber alles 50+1, ist doch in Stein gemeißelt eigentlich in Deutschland. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie ist eigentlich so die aktuelle Situation? Für uns ist 50+1 nicht nur als FC St. Pauli elementar, sondern für den gesamten deutschen Fußball, weil es ja in einem Wettbewerb darum geht, dass wir untereinander Fußball spielen. Wir sind also eigentlich, gehören wir in eine Liga, also wir sind, uns gehört die Liga als 36 Vereine, aber wir haben völlig unterschiedliche Startvoraussetzungen und das macht den Wettbewerb kaputt und es macht den Wettbewerb unfair. Und deshalb kämpft der FC St. Pauli auch gemäß vieler solidarischer Themen, die wir sowieso haben, mit Menschen generell, auch um einen fairen Wettbewerb und für die Kleinen. Und deshalb engagiere ich mich auch in der DFL, weil die Stimme der Kleinen und 18 Zweitligisten da eben auch gehört werden muss. Und ich danke auch den Zweitligisten, dass sie sagen, ja, das ist eigentlich mal ganz gut, so einen Typen da mit Pfeil im Kopf sitzen zu haben, der auch mal sich traut, Sachen anzusprechen, die vielleicht die ein oder anderen bezahlten Manager, die natürlich hoffen, dass sie in 3 Jahren wieder einen Job beim nächsten Verein bekommen, vielleicht sich nicht trauen zu stellen. Man hat so ein bisschen beim FC St. Pauli das Gefühl, so der ein oder andere Verein ist in letzter Zeit so an uns vorbeigerauscht, wenn man das so sagen darf, die sich dann eben auch etabliert haben, teilweise in der Bundesliga etabliert haben, teilweise springen sie so ein bisschen zwischen den Ligen hin und her. Ist das etwas, was auch sozusagen aus dieser nicht vorhandenen Solidarität entstanden ist oder wie beurteilst du das? Ja, also es ist ja ganz klar, dass Vereine, die sich nicht an das gemeinschaftliche Element der Satzung halten, auch wenn es ihnen momentan noch legal möglich gemacht wird. Das sind die Ausnahmeklubs, das sind die Konzernclubs, die sich gegen 50+1 aussprechen und die jetzt die Entscheidung des Bundeskartellamts, dies zurückzudrehen, natürlich mit Händen und Füßen wehren. Aber das ist natürlich ein ganz elementarer Punkt. Die haben ganz andere Wettbewerbsvorteile. Die können gerade, was das Infrastrukturelle angeht, natürlich aus tiefen Taschen Nachwuchsleistungszentren finanzieren, Infrastruktur finanzieren. Das hat man als eingetragener Verein in dem Sinne nicht. Und sie haben natürlich vor allen Dingen, um 2 wesentliche Punkte anzusprechen, die auch vom Bundeskartellamt kritisiert werden. Es gibt Gewinn- und Verlustabführungsverträge zwischen dem Konzern, dem der Verein gehört, und der GmbH, die den Profifußball
in diesem Club dann ausführt. Und das ist am Ende bezahlt es der Steuerzahler, dass dort auch Geld ausgegeben werden kann. Der zweite Punkt ist die Partizipation. In diesen vier genannten Clubs und Konzernclubs wird ja eben ganz bewusst diese Partizipation außen vor gelassen, weil sie ja dann völlig perverserweise auch noch als Wettbewerbsnachteil betrachtet wird. So im Sinne von, ich lasse mir doch nicht von irgendwelchen doofen Menschen da links und rechts in meine Geschäftsentscheidung reinreden. Jetzt kann man sagen, der Erfolg mag diesen Thesen, die natürlich nie ausgesprochen werden, weil man ist natürlich in keinem Fall abgehoben und elitär, mag ihnen ein Stück weit Recht geben, aber es ist gegen die gemeinschaftliche Idee, die wir uns als Liga und als Ligaverband gegeben haben. Und noch viel schlimmer, der DFB ist die Muttersatzung, wenn man so will. Und in der DFB-Muttersatzung ist es ebenfalls klar verankert. Und dementsprechend gilt Verbandsrecht. Und ich bin sehr dankbar, dass Bernd Neuendorf als DFB-Präsident, als Neuer auf der Sitzung gerade ein sehr deutliches Bekenntnis zu 50+1 abgegeben hat. Und die DFL sollte jetzt schleunigst sehen, das Thema mal anzugehen. Also wir sehen schon, deine Agenda ist relativ voll für die nächsten zwei Jahre im DFL-Präsidium. Glückwunsch nochmal und eine okay. gute Hand natürlich, das ein oder andere mit durchzusetzen. Ich nehme an, hier in diesem wunderschönen Separé von unserem Partner Congstar werden wir dich dann gar nicht so häufig sehen, weil du genug zu tun hast. Nein, unbedingt. Ich komme unbedingt vorbei. Es ist wirklich mega schön geworden hier und ich wünsche, dass wir uns einige Heimerfolge von hier angucken können. Und dann essen wir auch ein Fischbrötchen. So machen wir es. Danke, Uke. Und? Lecker, so Fischbrötchen? Sehr lecker Fischbrötchen, natürlich. Wir sind hier im Norden, da ist das Fischbrötchen top lecker. Das war übrigens die neue Loge von Congstar, unserem Hauptsponsor. Sehr schön geworden. Schick, schick, auf jeden Fall. Mittlerweile auch ein Treffpunkt tatsächlich nach den Spielen hier im Stadion. Also schwer was los. So, wie kommen wir jetzt vom Fischbrötchen über den Kapitän? Obwohl, das ist eigentlich relativ einfach. Also Fischbrötchen, Kapitäne, das sind ja die, die auch mit dafür sorgen sollen, dass wir in dieser Saison viele Punkte fischen. Gehen wir einfach direkt. Wir haben zwei Kapitäne in dieser Saison, tatsächlich gleichberechtigt. Mhm. Lead Paccarada ist der eine. Ja, und Jackson Irvine, der auch Deutsch kann, haben wir letztes Mal gelernt, absolut. Der andere. Genau. Aber wir fangen an mit Lead Paccarada und den haben unsere Rabauken-ReporterInnen interviewt. Und da gucken wir jetzt erstmal als erstes rein, würde ich sagen. Genau. Ob ich Haargel oder Haarwachs benutze, tatsächlich schon, leider zu viel. Also ich würde dir empfehlen, ganz wenig Haarwachs oder Gel reinzumachen. Was benutzt du am meisten? Haarspray. Und zwar tonnenweise. Die stehen dann wie eine Eins und dann bleiben sie auch so. Wer mitmachen würde bei Let's Dance? Ich glaube, dass ein verstecktes Talent bei uns schlummert und das ist der Manos. Der hat wahrscheinlich seine griechischen Gene mitgebracht und tanzt hier in deine Kabine, aber nur, wenn keiner zuguckt, beziehungsweise nur Dashi und ich dürfen zugucken. Warum hast du den Elfer gegen Nürnberg geschossen? Warum? Also erstens, weil der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat, dass ich schießen darf. Ich trainiere das auch ab und zu. Und ich glaube, dass man da beim Elferschießen immer so ein bisschen auch einen kühlen Kopf bewahren muss. Und das kann ich, glaube ich, ganz gut. Und dementsprechend habe ich ihn geschossen und ich glaube, war nicht so verkehrt, oder? War gut, okay. Also darf ich den nächsten auch schießen? Ja, haben uns sehr gefreut, dass er drin war. Sehr schön, dann mache ich den nächsten auch rein. Bist du stolz, jetzt Kapitän zu sein? Auf jeden Fall. Also ich habe zwar schon auch vorher versucht, ein bisschen die Verantwortung zu übernehmen, auch letztes Jahr schon ohne die Binde. Aber dieses Jahr Kapitän zu sein, ist natürlich was sehr Schönes, vor allem für so einen großen Verein wie St. Pauli, der ja für vieles steht. Dementsprechend versuche ich natürlich auch ein Vorbild zu sein, nicht nur für die Jungs hier in der Kabine, sondern auch für die ganzen Leute drumherum oder für euch. Gebe da mein Bestes und hoffe, dass ich das so gut machen kann, wie es nur möglich ist. Ja. Okay, wer aus der Mannschaft hat deiner Meinung nach den besten Haarschnitt? Den besten Haarschnitt? Also ich könnte dir auf jeden Fall 25 aufzählen, die den schlechtesten Haarschnitt haben, aber den besten... Wer hat den schlechtesten?
Den schlechtesten? Boah, momentan würde ich sagen, also mitunter den schlechtesten, glaube ich, Carlo Bucalfa. Da wissen wir auch selber nicht, was das Ziel des Ganzen ist bis jetzt. Müssen uns mal in Zukunft überraschen lassen, ob da noch was kommt. Den besten. Ich bin ein Riesenfan von Dashis Haaren. Ich mag Dashis Haare. Also der Schnitt gefällt mir. Was gefällt dir bei St. Pauli am besten? Am besten? Eigentlich so ziemlich vieles oder alles. Der Verein ist einfach viel größer. Der steht für so viele Sachen, die wichtig im Leben sind. Die Zuschauer, die Fans sind unglaublich. Und die ganze Mannschaft, ja, die Jungs sind alle gut drauf. Alles coole Jungs. Das Stadion ist riesig und mit einer super Atmosphäre. Also ich glaube, das Gesamtpaket, das hat hier einfach gepasst. Der Guido Burgstaller fliegt hier mal mit dem Privatjet rüber. Die drei L's beim FC St. Pauli. Linda, Lasse und Leert. Ja, sehr, sehr schön. Und jetzt kommt Dave. Anderer Buchstabe, aber mega cooler Typ. Ich mag den, ich finde ihn cool. Ein absolutes Original hier beim FC St. Pauli, kommt aus Amerika, hat sich schockverliebt in unseren Verein und ist gleich in Hamburg geblieben. Und er ist jetzt so ein bisschen unterwegs, ich sag mal, in Beiträgen mit einer besonderen Dave-Note. Genau, und deswegen hat er diesmal Jackson Irvine interviewt und zeigt Jackson auch so ein bisschen aus einer besonderen Perspektive, würde ich sagen. Inside St. Pauli. These are the friends I'm visiting. These are the clothes I'm wearing now. This is the house I'm building here. You have embraced the city of Hamburg with the same enthusiasm as the FC St. Pauli fans have embraced you. I mean, you, yeah, come on, you're a world-class footballer, but you're just a neighborhood guy. Like, you really are. I think that kind of goes hand in hand. Like, I don't feel like, as a player, you're able to embrace an environment or a city as if it doesn't do the same to you. And like, there really has to be that kind of connection straight away. And to be able to live, you know, in the shadow of the stadium and, you know, amongst the fans. And even if I wasn't a footballer and I was just a person living in Hamburg, I feel like this would be my kind of my neighborhood anyway, just because of the culture and the feel around it. But the fact that you can be, you know, play for the local football team and still be a part of that. It's pretty unique and it's absolutely awesome that, as I say, that we've been able to build that kind of connection between myself and the people of the community. Hey, we witnessed that on the way over here. I have to say, this was really cute, and I'll show you in a minute. Some kid out in front of the stadium with the number 7 Irvine jersey on, getting photos done, doing the, as I call it, the Irvine Airways or the Air Jackson. Air Jackson. And it was just... Air doesn't know how to celebrate. That's probably more like the better way to is do that it. What it is? You're just pure panic, mate. It's so rare that like it's like 5 seconds of just disbelief and like run away like that. So I've embraced it though, as I said. Yeah, I used to always do it when I was younger as well. So it's become semi-trademarked. Never really been a fluent goal scorer, so as I say, I never really have time to plan a celebration. It just pure adrenaline, mm-hmm. Just give it and go. I love that. So you're not just a footballer, now you're an actor, a model. Is that your first time on camera, not like a sports as thing? Not as a sports thing, it was totally unique. It was really, really funny. It's so funny, at the start of the day you come in and I was sweating, like I was nervous, like oh my god, like you'd be like filming, like doing this stuff. And then after like 2-3 hours you're like that, oh should I like try it this way? Like exactly. Like once thinking, you understand, yeah, what they I want, know. Once I was you like, understand, oh, exactly. Man, it's so embarrassing. For myself, it was fashion's always been something I've been interested in my own way, and maybe not at this level what I went into. Yeah. This was high fashion. Yeah, and Yilmaz is a wonderful, wonderful stylist. They did a great job. Yeah. The whole crew were amazing. They made me feel so at ease, really easy. And thank God the outfits did most of the talking, acting, sorry, most of the modeling for me. But no, I'm
fascinated to see how that one turns out. Well, let's have a look right now. Pro footballer that takes public transportation to training and believes there's nothing political about human rights. He's a member of the Australian national team who started his club career at Celtic and came to the Hoffman City from Hull. He's a hard worker on and off the pitch and just another guy in the neighborhood. I think that we can all agree that no matter what outfit Jackson Irvine is wearing, underneath beats das Herz von St. Pauli. Jackson und Dave. Und man kann es mal wieder sagen, Dave ist Dave, ne? Ich mag Dave, ich finde ihn richtig cool. Absolut. Wir schmeißen jetzt unsere Zeitmaschine an, gehen weit zurück. Und wenn man mal den Sommer der Rekorde nimmt, dann ist es das auf jeden Fall auch gewesen für den Fußball der Frauen. Über 15 Millionen Menschen haben das Finale gesehen zwischen England und Deutschland. Ja. Das ist was wie, ich möchte fast sagen, eine Zeitenwende für den Fußball der Frauen. Und wer jetzt denkt, ach hier, FC St. Pauli, das war so ein Durchmarsch. Da hat einer nur Frauenfußball gesagt und dann haben alle gesagt, ja klar, heißt erstens Fußball der Frauen, aber zweitens darfst du hier machen. Mitnichten. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich habe ja auch beim FC St. Pauli gespielt und da war das so ein bisschen anders schon, auf jeden Fall besser, aber das war ein langer Weg dahin, zumindest wie es heute ist. In den 80ern, Fun Fact übrigens, ist es abgelehnt worden, weil man nicht investieren wollte in neue Toiletten, denn man muss ja, wenn man den Fußball der Frauen erlaubt, auch Toiletten für Männer und Frauen in den Umkleidekabinen mit einbauen, das wollte man nicht. Das also, ist ja auch ein bisschen zu viel verlangt. Ne? Und in den 70ern war es noch härter, wie wir jetzt sehen. Ende der 60er Jahre steht eine neue Generation auf dem Platz. Land auf, Land ab begeistern sich inzwischen 40.000 Mädchen und Frauen abseits des DFB für den Fußball und machen fantasievoll Druck, um das eiserne DFB-Verbot zu umgehen. Ich bin dann mit meiner besten Freundin Jenny in die Handballabteilung eingetreten und wir fingen bei den zweiten Damen an, Handball zu spielen. Das war dann eine ganze Weile eigentlich unsere Hauptbeschäftigung sportlich. Aber auf einmal ging es los, es war ein Hype überall, dass die Leute anfingen, Fußball zu spielen. Die Frauen gründeten in den verschiedensten Vereinen Mannschaften. Ja, und da wir eigentlich auch fast alle von der zweiten Damenmannschaft am Fußball interessiert waren, haben wir uns dann überlegt, ob der Verein uns vielleicht erlauben würde, beim FC St. Pauli eine Damenmannschaft zu gründen. Ja, und dann haben wir dann irgendwann mal gesagt, Mensch, wollen wir nicht auch mal Fußball spielen? Können wir doch mal machen. Und so ist das dann, sag ich mal, ich will nicht sagen aus einer Bierlaune, aber aus einer Laune raus ist das Ganze dann entstanden. Und jeder kannte jemanden, der mitspielen wollte. Ich, meine Schwester und ich glaube drei oder vier vom Handball. Ja, der Vorstand sagte dann zu uns, wir dürfen anfangen, Fußball zu spielen, wenn wir einen Betreuer, einen Trainer und 11 Spielerinnen zusammenbekommen. Wir hatten uns das eigentlich so ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte gehofft, dass wir etwas unterstützt werden, dass ein bisschen Werbung gemacht wird, aber das passierte nicht. Also mussten wir uns alleine darum kümmern. Wir stellten dann beim Training fest, dass wir keine 11 Leute mehr hatten. Und dann bin ich abends nach dem Training noch manches Mal nach St. Pauli ins Camelot gegangen und habe Spielerinnen überredet, morgens zu kommen, obwohl sie die ganze Nacht arbeiten mussten. Die kamen dann wirklich zum Sportplatz und sind ohne Schlaf auf den Platz gegangen und haben mit uns gespielt. Das geht gar nicht, hieß es denn. Und als denn die Damen vom Camelot dazu kamen, wurde noch mehr gerümpft. Was seid ihr denn schon? Was wollt ihr denn? Und so. Und dann hörte ich ja, dass dort eine Damenmannschaft aufgestellt werden sollte. Und habe dann nur gehört, dass also Walter Winte und Ernst Schach, die waren nun sehr stark dagegen. Also jetzt, die wollten also überhaupt nicht, dass da eine Mannschaft aufgebaut wird. Und haben dann also auch versucht, wenn sich da ein Trainer bereit erklärt hätte, dass sie dem versucht haben abzuraten oder was. Und ich habe das gehört und da habe ich gedacht, jetzt machst du das. Im Grunde genommen waren die Leute, mit denen ich gesprochen habe oder mit denen ich Kontakt hatte, die fanden das recht gut sogar. Es wurde natürlich immer noch ein bisschen gestichelt, wie das so üblich war damals mit dem Frauenfußball, aber das
ging bei mir an einem Ohr rein und an einem raus. Der DFB sieht seine Fälle endgültig davonschwimmen. Im Oktober 1970 hebt der mächtige Verband zähneknirschend das Verbot auf. Für die Frauen ist das der Durchbruch. Ja, puh. Zum Glück hat sich einiges getan beim Sachen Frauenfußball hier im Verein. Wie war es eigentlich bei dir damals? Musstest du dein Trikot noch selber kaufen, als du hier gespielt hast? Das nicht, aber wir hatten einen Satz Trikots und da gab es aber nicht alle Zahlen. Und ich wollte halt gerne die 14 haben und die gab es nicht. Und dann mussten wir bei der 4 eine 1 mit Gaffer vorkleben. Schön, die 1 gegaffert. Ja. Warum ausgerechnet die 14? Ich kann es dir nicht genau sagen. Später war es Mats Mölle-Dali, aber den gab es da noch nicht. Aber ich wollte irgendwie mal die 14 haben. Ja, vielleicht war das so Intuition. Ja, und ich wusste, dass er kommt. Ja. Mittlerweile alles professioneller. Die Mannschaft spielt in der Regionalliga. Jan-Philipp Kaller, von allen St. Pauli-Fans Schnecke genannt, ist Trainer und der war ja auch bei euch zu Gast, bei Millanton. Genau, wir haben Millanton live gehabt vor ein paar Wochen mit Schnecke Kaller und das erste Mal seit 3 Jahren konnten wir wieder live vor Publikum unseren monatlichen Podcast aufnehmen. Und zufällig war eine Kamera mit dabei. Leider mussten wir krankheitsbedingt ohne unseren Moderator Mike ins Rennen starten. Aber richtig viele tolle Menschen waren da und haben sich angehört, was wir und Schnecke Kaller uns von der kommenden Saison erhoffen. Mit dabei war natürlich auch Tim, das neue Gesicht von Studio 1910 Live und Millanton Taktikexperte. Wie ist der eigentlich zum Millanton gekommen und was macht für ihn der Millanton aus? Genau, ich bin 2017 zum Millanton gekommen, tatsächlich, weil ich habe beim Übersteiger gearbeitet vorher und habe da mich mit Fußballtaktik befasst schon. Und dann haben die mich eingeladen zur ersten Sendung und dann war ich da und war unfassbar aufgeregt. Also wirklich, da habe ich richtig so die ersten 10 Minuten hat so auch so meine Lippe gezittert, weil ich so nervös gewesen bin. Also ich wurde eingeladen und ein Jahr später wurde ich gefragt, ob ich fest im Millanton in der Monatssendung dabei sein möchte. Habe es dann auch gemacht und seitdem sind die mich nicht mehr losgeworden. Und wir haben dann, das war 2018, und wir haben dann 2019, also wieder ein Jahr später, haben wir halt den Blog noch mit ins Leben gerufen. Und ja, seitdem versuchen wir halt mehr und mehr, das zu professionalisieren. Und ja, jetzt inzwischen darf ich mich als hauptberuflicher Sportjournalist bezeichnen. Ich finde, das Schöne am Millanton ist, dass wir, man weiß das ja nur aus dem Innenleben heraus, weil man es selber macht, aber wir machen und sozusagen die Welt, wie sie uns gefällt. Dadurch, dass wir digital ja nur arbeiten und Podcasts machen, so lange, bis wir alles erzählt haben, zu Ende erzählt haben und da keine Begrenzung haben, auch die Möglichkeit haben, die Dinge ein bisschen anders zu beleuchten. Also ich hoffe zumindest, dass das auch ein bisschen so rüberkommt und das auch spürbar ist, dass wir den Millanton ja mit ganz viel Leidenschaft machen und der mit ganz viel Leidenschaft von ja super vielen Menschen auch betrieben wird und dass wir da was anderes eine andere Berichterstattung machen. Ja. So. Eine andere Berichterstattung ist möglich, sozusagen. Genau. Ja, das kann man mal so stehen lassen. Wir stecken alle viel Herzblut in das Projekt und sind so glücklich, was über die Jahre entstanden ist. Neben der Monatssendung gibt es die Vor- und Nach-dem-Spiel-Podcasts, den von Tim erwähnten Blog, den hauptsächlich Mike und Tim mit einzigartigen Inhalten befüllen. Und dabei kommen natürlich auch Themen aus der Fanszene und kritische Themen nicht zu kurz. Und seit März gibt es da noch mein Baby. Viel mehr St. Pauli Stories. Ein Podcast, der den Flinter in unserer Fanszene eine Stimme geben soll. Coole Veranstaltung, der Millanton live einmal im Monat überall da, wo es Podcasts gibt. Genau, ja. Und dich haben sie auch rausgelassen? Ja, aber nicht weit. Nur hier so Rindermarkthalle, das ist ein paar Meter weiter hier vom Studio. Das mache ich tatsächlich schon seit ein paar Jahren. Zum Saisonauftakt für alle Sponsoren wird die Mannschaft vorgestellt, ein netter Abend gefeiert und dementsprechend habe ich auch dieses Mal den wieder moderiert und schon wieder war eine Kamera dabei. Da war auch eine Kamera dabei. Zum ersten Mal seit 3 Jahren konnte der FC St. Pauli seine Business-Community endlich wieder zu einer Saisonauftaktveranstaltung begrüßen und ich war mittendrin. Natürlich war auch die Mannschaft da, dazu Trainer, Sportdirektor und Mitgliederinnen und Mitglieder des Präsidiums. Ein Verein zum Anfassen, zum Quatschen und zum Austauschen.
Ich hatte mal wieder die Ehre, die Talkrunde zu leiten und mit der Vorsitzenden des Aufsichtsrates Sandra Schwedler und dem Präsidiumsmitglied Bernd von Geldern ein wenig über die Situation im Verein zu reden. Mit Sportchef Andreas Bornemann und Trainer Timo Schulz wurde es natürlich sportlich, bevor sich dann anschließend die Neuzugänge der Boys in Brown vorstellten. Ein wirklich feiner Abend für alle, die auch finanziell den magischen FC unterstützen, weil sie mit ihrem Logo werben oder eben Business Seats oder Separés erworben haben. Über 200 Menschen kamen, der Marktkönig in der Rindermarkthalle neben dem Stadion war quasi ausverkauft. Locker und entspannt bei Bier, Barbecue und bestem Wetter. Der Saisonauftakt des FC St. Pauli. Ja, klingt doch nach einem wirklich netten Abend. Es war voll nice. Nicer Abend, oder voll was? Voll nicer Abend. Du machst jetzt einen auf Jugendsprache, ja, oder wir kommen nämlich jetzt zu E-Football. Da dachte ich irgendwie, ich muss so ein bisschen anders sprechen. Wobei das möglicherweise auch ein bisschen cringe klingt, oder? So ein bisschen Jugendsprache, ein bisschen jugendlicher wegen E-Sport. Dann mache ich vielleicht lieber die Anmoderation, oder was meinst du? Bitte? Bitte? Nein. Ich weiß ja gar nicht genau, was jetzt kommt. Mach du, erzählst auch mal. Du schaffst das schon. Also, E-Football beim FC St. Pauli, wisst ihr ja, wir sind amtierende IDFB-Pokalsieger, muss man bei einem Verein, der relativ wenig Titel in der Vitrine hat, immer dazu sagen. Und in einer neuen Saison gibt es natürlich auch vieles Neues, zum Beispiel neue Räume, eine Academy, wo eben auch ihr da draußen möglicherweise schon zum FC St. Pauli kommen könnt. Und alles das haben wir in den Beitrag gepackt. News aus der Welt des E-Footballs. Ja, wir arbeiten gerade an unserem neuen Zuhause. Wir waren ja bis zur letzten Saison noch im Konzertseparé tätig. Und ja, FIFA 23 steht vor der Tür, ist nur noch circa ein Monat, bis das Spiel rauskommt. Und ja, wie man hier sehen kann, wird hier tüchtig gearbeitet. Und das ist auch eine Art Teambuilding-Maßnahme. Wir haben viele neue Gesichter, es kommen noch neue Gesichter dazu. Und zur neuen Saison gibt es bei uns eine E-Academy. Moin, ich bin Vivi vom FC St. Pauli eFootball und auch dieses Jahr findet hier bei uns zu Hause im Millantor Stadion das Kongsa Stream and Play zusammen mit den Rocket Beans statt. So, oh, was für ein Move! Flask nutzt die Map, geht ja, links raus, kommt rechts rein und an dieser Stelle ist diese Runde vorbei und auch sie geht wieder an Flask. Letztes Jahr konnten wir den Pokal holen, dieses Jahr heißt, wir müssen den Titel verteidigen. Mit dabei sind viele Stars, natürlich, die ihr aus dem Internet kennt. Streamen werden wir das Ganze natürlich auf dem Twitch-Kanal, wo ihr interaktiv mit dabei sein könnt. Weil letztendlich wollen alle was Gutes tun. Und deswegen kommen wir alle hier zusammen, haben einen lustigen Abend, unterhalten euch und sammeln zusammen für den guten Zweck. Save the date, 17. September, das Stream and Play Festival hier am Millantor. Genau, und jetzt habt ihr lange genug gewartet, jetzt ist es endlich wieder soweit, es gibt ein Gewinnspiel. Ich darf wieder, Mike Nöcker darf wieder Trikots in die Kamera halten. Genau, und ja, wir müssen euch noch sagen, wie man dieses tolle Trikot gewinnen kann, aber das machen nicht wir, sondern das machen die Mini-Rabauten, Jule und Bent. Die haben nämlich einen Begriff für euch, den ihr erraten müsst und schaut einfach mal rein, ob ihr den erraten könnt. Also ich bin Bent und ich bin 7 Jahre alt. Ich bin Jule und 7 Jahre alt. Das ist ein Objekt. Das ist ein Objekt, womit die Spieler, die Fußballspieler halt aus Gummi und aus. Und es sind auch verschiedene Farben drauf. Also da wird aus Leder so eine Form gemacht und damit schießen die und alles andere. Unser Sankt Dingens. Hast du es erraten?
Ich habe es erraten, aber ich darf ja nicht mitmachen. Aber ich darf euch sagen, hier ist jetzt ein Link eingeblendet. Für euch. Ihr dürft natürlich mitmachen, raten und das formschöne, ich habe es glaube ich schon mehrfach gesagt, Trikot, Pokaltrikot vom FC St. Pauli gewinnen. Tja, und jetzt muss ich leider sagen, das war's schon wieder. Ist schon wieder soweit, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Erzählt euren Freunden von uns. Lasst ein Like oder folgt uns oder was auch immer. Und dann freut euch auf die dritte Ausgabe, bald hier für euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.